Heute für euch 5 Schauspieler, die mehrere Superhelden spielten. Los geht's! Nummer 5. Der spät aufgeblühte Schauspieler Jeffrey Dean Morgan war bereits als 5 verschiedene Comic-Charaktere unterwegs, obwohl er schon in seinen 40ern ist. Alles begann mit Watchmen 2009, wo er Edward Blake, den Comedian, spielte, einen Gesetzlosen, der im Film vielleicht John F. Kennedy ermordete. Im folgenden Jahr nahm er eine tragende Rolle in Vertigo's The Losers als Clay an. Der leicht vergessene Film klingelte nicht besonders an den Kinokassen. 2010 hatte er auch einen unbeachteten Auftritt in Jonah Hex als Jeb Turnbull. Jetzt ist er auf der kleinen Leinwand in der Rolle des Bösewichts Negan in The Walking Dead zu sehen. Zu guter Letzt konnten wir ihn in Batman vs. Superman als Bruce Waynes Vater bestaunen. Weiter geht's zur Nummer 4. Einer der besten Comedy-Darsteller, Jim Carrey, hat bereits 3 oder 4 Comicbuchfiguren verkörpert, abhängend davon, wie man es zählt. Seinen ersten Auftritt hatte er 1994 in Die Maske. Der Charakter wurde erstmals 1987 von Dark Horse Comics veröffentlicht. Der Film war ein absoluter Kassenschlager und handelt von dem sanftmütigen Stanley Ipkiss, der eine merkwürdige Maske findet, die ihn in einen verrückten Spaßvogel mit grünem Gesicht verwandelt, sobald er sie aufsetzt. Im darauffolgenden Jahr verkörperte er wieder eine Comicfigur, nur diesmal in einer weitaus bekannteren Welt, nämlich der Welt von Batman. Er war die logische Wahl für den Riddler in Batman Forever. Unglücklicherweise resultierte dies nicht in einer weltbewegenden Performance. In näherer Vergangenheit spielte er Colonel Stars and Stripes in Kick-Ass 2. Dieser Charakter ist eine Kombination aus 2 Charakteren, Colonel Stars und Lieutenant Stripes. Im Film gründet er die Heldengruppe Justice Forever und hilft Kick-Ass bei der Verbrecherjagd. Nummer 3. Einer der größten Stars seiner Zeit, Will Smith, spielte in mehreren Filmen mit, die sich zwar wie Comicfilme anfühlten, es aber nicht sind. Hancock ist in dieser Kategorie besonders zu beachten. Hancock ist ein etwas verantwortungsloser und unfreundlicher Superheld. Bisher ist er nur in einer Comicbuchverfilmung erschienen, worauf diesen Sommer eine weitere folgt. Zunächst einmal haben wir die 3 Man in Black Filme, in denen er Agent Jay spielt. Jay wurde erstmals in 2 kurzen Serien von 6 Comicbüchern vorgestellt. Die Comics sind viel dunkler und ernster als die mehr humoristischen Filmadaptionen. Im Sommer wird er in Suicide Squad als Deadshot seinen Auftritt haben. Der Film handelt von einer Gruppe von Antihelden aus dem DC-Universum. Die Nummer 2. Samuel L. Jackson wird in 9 Filmen den Anführer von S.H.I.E.L.D. Nick Fury spielen. Bisher spielte er in 7 Marvel-Filmen, einschließlich kurzen Auftritten im originalen Iron Man und im ersten Thor-Film. Er ist sogar schon einige Male in der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. erschienen und hat seinen Charakter in Videospielen synchronisiert. Jackson hatte auch Einfluss auf die Comic-Version der Figur. Fury war lange als ein braunhaariger, weißer Mann bekannt. Dies änderte sich schlagartig in der ultimativen Marvel-Version, als man sein Aussehen an das von Jackson anpasste. Seitdem gibt es in den Comics nur noch einen Nick Fury afroamerikanischer Abstammung. Ungefähr zur selben Zeit, als er die Augenklappe Furies anlegte, nahm Jackson auch die Rolle des Octopus im 2008 veröffentlichten Film The Spirit an. Der Bösewicht Octopus ist das komplette Gegenteil des Helden Nick Fury. In den Comics ist Octopus als ein Meister der Verkleidung bekannt und zeigt niemals sein Gesicht, anders als im Film. Die heutige Nummer 1. Zu guter Letzt der allseits beliebte Ryan Reynolds, zurzeit der Lieblingscomicbuchcharakter Deadpool. Allerdings spielte er die Rolle nicht zum ersten Mal. Zuerst gab es da die 2009 Deadpool-Version in X-Men Origins Wolverine. Natürlich verkörperte er auch Green Lantern in dem 2011 gefloppten Film desselben Namens. Dies hatte weniger mit Reynolds zu tun, sondern mehr mit der Produktion. Das sind seine 2 berühmtesten Comicverkörperungen. Es gibt allerdings noch mehr. Zuallererst war er Hannibal King im Film Blade Trinity im Jahre 2004. Und wer kann seine Rolle im Film R.I.P.D. aus dem Jahre 2013 vergessen? Reynolds spielte den Partner Nick in der gleichnamigen Comic-Verfilmung Rest in Peace Department. Wenn euch dieses Video über Superhelden gefallen hat, dann werden euch bestimmt auch diese 5 heißen Marvel-Heldinnen gefallen. Klickt hierzu einfach in die Mitte oder auf den Link in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Ciao.